Okay, der führt uns ins Tal. Ich will aber da oben eigentlich gerne gucken, was da ist. Cosmo Canyon. Das ist wahrscheinlich für Chocobos, damit wir fliegen können. Gibt es fliegende Chocobos? Da ist ein Türmchen. Ich kann noch kein Chocobo rufen hier in der Gegend. Oh, ich liebe die Musik. Frag mich, wie... Ja, wie man sich hier bewegen kann. Die Bewegungsfreiheit in Cosmo Canyon oder in der Cosmo Region. Weil in Bungaga war das ja ganz schön abgefuckt. Das kannst du halt in der Hütte nicht einsetzen, okay. Wahrscheinlich, weil du noch keine Rescherleiste gehört. Jetzt erst recht. Hast, okay, wir müssen. Ankuin, meine ich. Mal Punk. Muss ich erstmal analysieren. Und dann kann. Okay. Reiche seinen Hornesbomber aus, um einen Schockerwillig zu machen. Mach gegen Wind. Falscher Charakter. Okay, dann heilen wir wieder. Okay, das war irgendwie. Weiter geht's. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Dass wir beim letzten Mal so oft Teile der Hüter einsetzen konnten. Weil hier geht das anscheinend nicht. Was seid ihr dafür? Ihr seid Sahaki, ne? Wüsten-Sahaki. Zieh nicht zurück. Warum Sahaki noch immer in der Wüste sind, das sind ja Wasserwesen. Nichts überstürzt, wenn man so frei. Nutzt ihr elementare Special Eis? Dieses Sahaki geht's auch so, um den Schocker für dich zu machen. Komm, greif mich an. Meine Hüter. Okay, meine Hüter. Der Sieg ist nah. Dann hauen wir den hier kurz so klum. Komm! Deine Hüter! Hör auf! Habe ich das eingesetzt? Nein, ich glaube nicht. Er hat mich, glaube ich, gedingselt. Er ist verhindert. Okay. Das dürfte auch schon Cosmo Canyon sein? Oder was ist das hier? Ich dachte, Red 13 führt uns. Ja, das sieht ziemlich geradlinig erstmal aus. Wie man sich hier fortbewegt. Chocobo Ranch. Hey, es gibt eine Chocobo Ranch. Und ich habe doch den... Ja, der ist doch direkt vor unserer Nase. Dann gehen wir zu dem Turm hin. Und aktivieren ihn mal. Kamarias Farm. Hier haben wir das Klump. Moki-Medaille und dann aktivieren wir das Türmchen. Was haben wir denn hier alles? Da ist ein Chocobo. Und was anderes, was ich nicht aufgepasst habe. Das ist auch Chocobo fangen, ne? Oder was ist das Zeichen gewesen? Was ich ja gesehen habe. Fangversuch, okay. Wir müssten mir da hin, aber ich gehe erstmal in die das Chat. Yuffie. Hier sind Betten. Hier ist Chadley, der ist mir ja ziemlich egal. Ich nehme mal das Zeug hier. Hallo, wir du. Haben alles, was Chocobo-Fanherzen höher schlagen lässt.
Schatzsucher-Gamaschen, das sind noch die alten Sachen. Müßiger Bustier, Fußkettchen und Krone. Wie viel habe ich? Ich habe 5. Ich nehme mal die Schatzsucher-Gamaschen, weil das habe ich schon, das Set, den Rest. Ich muss nicht wirklich heilen. Ich gucke aber mal nach, ob was im Shop ist. Irgendwie was Neues, weil wir sind ja in einem neuen Gebiet. Die Megatränke kaufe ich mal. Schneckenarmreif. Okay, das sind da ein Bikerarmreif. Ist das nicht das, was Cloud am Anfang des Spiels trägt? Für Aeris und Tifa. 2 davon und dann für 5 den Rest. Also für die restlichen 5. Das Schneckenarmreif, präzise Abwehr. Habe ich irgendwie eine Materie hiervon nicht? Zeit. Hast. Na, ja, kaufe ich auch mal. Okay, vom Rest habe ich alles was. Also Aeris und Tifa. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viele Slots die haben. Ihr kriegt die Biker-Armreif. Ne, du kriegst das Schneckenarmreif. Wie viele hast du jetzt? 4. Dann hast du auch 4. Erstmal Schneckenarmreif. Schneckenarmreif. Das Navigieren ist tatsächlich nicht so mega geil. Da ist das Menü. Ich kann dir noch eine Materie geben. Synchro-Link, Autowaffenfertigkeit. Was hast du hier? Autowaffenfertigkeit, Glücksboost, heilen. Könnt ihr noch eine Glücksboost-Materie geben? Weil du ja so Mr. Random bist. Banditenreif. Und Banditen zum Bikerreif. Bikerreif, genau. Bikerreif. Du sagst bei Aeris. Okay, und dann. Hier hat auch das Banditenreif. Auch das Bikerreif. Oder der Bikerreif. So. Warte, Red 13 war noch nicht fertig, ne? Ne, bei Ausrüstung. Ne, der ist noch nicht ganz fertig. Mit seinem Zeug, das haben wir gerade gemacht, die Waffenfertigkeiten da. Ich kann mich hier umziehen? Weil hier ist eine Umziehkabine. Ich hätte ignorieren wir mal kurz. Okay. Hier kann ich meinen Chocobo, den ich nicht habe, anziehen. Shani, bist du's? Wer ist Shani? Was soll das denn sein? Wird hier etwa ein Schokobo vermisst? Hallöchen, ich bin Kamaria, die Chefin der Farm. Kamaria, okay. Und wer oder was ist Shani? Shani ist meine Tochter. Sie nimmt an Schokobo-Rennen teil, wurde neulich aber auf halber Strecke aus dem Sattel geworfen. Seitdem hat sie völlig das Interesse verloren und schwänzt ständig das Training. Verstehe. Oh, sagt mal, kennt ihr euch mit Chocobos aus? Ein bisschen. Ja, doch, ein wenig. Ach, tatsächlich. Dann könnt ihr gerne unser Trainingsgelände nutzen. Es wurde gerade erst fertiggestellt. Zu schade, wenn es nur brach liegt. Wenn es jemand tatsächlich nutzt, dann wäre die ganze Investition nicht vollends vergebens gewesen. Seid ihr schon mal durch Ringe geflogen? Auf dem Rücken eines fliegenden Chocobos? Es gibt nicht viele Trainingsgelände, auf denen man so etwas üben kann. Echt? Das klingt lustig. Lass dir das nicht entgehen, Cloud. Dann kannst du vor den anderen angeben. Warum nicht? Zuerst müsst ihr euch einen flugfähigen Chocobo schnappen. Wie wäre es mit Aponi, die hier ganz in der Nähe herumschwirrt? Und? Ihr könnt auf ihr reiten, um zum Trainingsgelände zu gelangen. Sie wird euch sicher durch dieses verwinkelte Tal führen. Da könnt ihr Aponi ganz vertrauen. Verwinkeltes Tal, hört sich ja nett an.
da muss ich an Gungaga denken, was kacke aufgebaut war. Zum Durchstreifen. Okay, hier kann ich fliegen. Da komme ich wieder hoch. Es ist nur die Frage, wo komme ich jetzt weiter? Weil hier ist es auf jeden Fall nicht. Ah, das ist wahrscheinlich dieses Tal. Die Rennstrecke des Tales, meine ich. Ich glaube, ich muss zurück, wo wir den Turm gesehen haben. Und von dort aus einen Weg finden in Chocobo. Ich glaube eher der andere Weg. Der würde uns, glaube ich, eher zum Chocobo führen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so mega kompliziert, ihn zu fangen. Weil die Minispiele, die werden immer komplexer und das gefällt mir nicht. Irgendwann habe ich auch keine Lust mehr auf Minispiele. Vor allem, wenn die immer komplexer werden. Ich meine, so unlustig wie die Lebensstromquellen, die sind halt unlustig, weil die verändern sich nicht. Da musst du immer Dreieck drücken zur selben Zeit wie bei den allerersten Minispielen dieser Art. Da hat sich halt nichts geändert über den Zeitraum des Spieles. Und deswegen finde ich die nicht so geil. Aber dass die trotzdem immer komplexer werden, die Minispiele, weil irgendwann habe ich... Aber man hat mal auch die Fresse voll. Ich glaube, ich kann mich an die Viecher erinnern, wie die im Original aussahen. Nicht so. Lass mich mal. Ich schaue erstmal die Cloud ein bisschen drauf, damit wir analysieren können, die Viecher, die Basilisken. Was sind es? Reicht es einen Zornesbomber aus? Nein, das ist der Punkqueen. Das ist eine Elementarschwäche aus Eis, um ihn schockabfertig zu machen und so davon abzuhalten, unsichtbar zu werden. Der kann sehr unsichtbar werden, stimmt ja. Komm, greift mich an! Meine Hüter hätte gerade gemeistert. Ich zähle auf dich. Okay, los geht's. Was ist das für eine Fertigkeit, die Catchy hat? Muckiplosion. Versetzt den Mucki in den Zustand, der beim Absteigen eine Explosion auslöst. Erstmal Kuku. Bisschen Rauchkugel. Hier lieben die Leute. Das war's. Und shit. Wollte gerade die Muckiplosion einsetzen. Catchy. Du wärst leider der Anführer. Ich mag Catchy nicht als Kämpfer. Oder als Charakter, als er auch eher so existiert. Für mich. So. Ist halt nicht. Es ist halt Catchy. Ich meine, im Original war er bis zu einem gewissen Punkt zum Wegwerfen. Und er ist hier schon interessanter, aber trotzdem nicht so mega cool. Quee, quee, der Ruf eines Schokobos. Das hat Yuffie gesagt. Okay, kann ich? Okay, ich bin... Da muss ich eine Weiche umstellen. Guck mal! Das ist Alponi. Das muss Alponi sein. Nein. Muss schieben, bevor er sich umdreht. Die macht sich aus, wenn hier irgendwas rumgeschoben wird, ne? Also, das ist gut so.
Dreh dich um. Dreckstier. Okay, dann. Was ist denn Rollen? Ach, wenn ich das Ding nicht schiebe, lass es rollen. Bitte dreh dich nicht, bitte dreh dich nicht. Die Weiche um, um die Strecke zu ändern. Ja, ich verstehe das, was ich machen muss. Okay, der ist eingeschlafen. Der guckt gerade in meine Richtung. Okay, gut. Dreh dich nicht um, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um. Und roll hier weg. Laut. Laut. Okay, wie viele... wie viele Weichen gibt es hier? Dreh dich um. Gut. Ich muss das nämlich bis Gas da hinten schieben. Deswegen müssen wir da aufpassen. Der kann sich ruhig umdrehen. Nur bei einem gewissen Punkt. Kontrollpunkt aktualisiert, das ist nett. Okay. Er hat mich nicht gesehen. Oder? Ich höre da ein Quee. Muss hinter mir gucken. Ich ziehe noch mal ein bisschen. Da habe ich auch Steine gesehen, die ich aufsammeln kann und werfen kann. Wenn der Chocobo einschlafen würde, das wäre nett. Okay, ich ziehe erstmal weiter. Okay, aktualisiert. Kann ich das hier... Bup, 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 bup. Sagte Bub. Damit die schneller einklaut. Okay. Der sieht mich voll nicht. Natürlich hat er mich komplett gesehen. Da ist noch ein Stein, den ich einsammeln kann, glaube ich. Okay. Oh. Okay, ich glaube, dass ich habe nicht aufgepasst, wo die Weiche ist. Kann ich einfach zurück? Natürlich kann ich nicht einfach zurück. Das wäre ja zu einfach. Da habe ich ein bisschen Kacke gebaut. Okay, dann muss ich das hier zurück. Stellen. Weiß nicht, wie ich das hier gerade finden soll. L1. Werf. Dahin.
Wie viele noch? Ich glaube, es sind noch zwei und Aponi selber. Da sind noch mehr Steine zum Einsammeln. Das Aponi selber. Nehmen wir die Steine mit. Der Chocobo hat mich gesehen. Ich bleib mal hier in der Ecke. Ach so, Scheiße. Ja. Wirf mal einen Stein da hinten hin. Ich drück die falschen Tasten. Hallo Pony, du siehst mich nicht. Er hat mich doch gesehen. Zack. Gut so. Braves Tierchen. Die Kamera war ein bisschen kacke, aber... Okay, jetzt wird wahrscheinlich was gesagt. Brav, Aponi. Okay. Dann haben wir das fertig. Chocobo sind in den Schuluchten von Cosmo Canyon aufgewachsen. Daran gewöhnt sich große Distanz im Gleitflug zu überwinden. An den Startpunkten der verschiedenen Chocobo-Flugparcours wird das Symbol eingeblendet. Von hier aus kannst du abheben. Um die Gleithöhe und Länge zu beeinflussen, kannst du einen Strömungsgenerator nutzen. Er erzeugt nur eine Luftströmung und lässt dich auch noch in den Orte gelangen. Okay, dann weiter. Yuffie, auf Chocobos wird dir nicht schlecht? Überhaupt nicht. Cool, oder? Man könnte sagen, dass Chocobus und ich Seelenverwandte sind. Verstehe. Irgendwas ist da anders als bei diesen Fahrzeugen, die Shinra entwickelt. So viel Geld für Forschung, aber das Rätsel um die Reisekrankheit haben sie noch nicht gelöst. Von Shinra kann man da nichts erwarten. Ganz meiner Meinung. Mich hält niemand auf! Katzenklatsche! Boi! Okay. Eine Mokoklusion. Und wenn ich jetzt runtergehe, er explodiert nicht, sondern er explodiert, glaube ich, nur wenn er besiegt wird. Aber Mokoklusion. Einfach so lange, bis wir es lernen. Ehrlich. Ich hätte wahrscheinlich auch dahin reisen können, aber... Wo muss ich denn überhaupt hin? Für den Parcours. Der da unten ist... Oder eher da hinten. Deswegen teleportiere ich mich mal hier hin. Das ist, glaube ich, da... Wo ich die erste Rampe gesehen habe. Von... ja, damit die Chocobos fliegen können. Die Flokobos fliegen können, wollte ich sagen. Oder sowas in der Richtung. Keine Ahnung. Okay, dann wollen wir mal... Du bist Shani? Hallo? Aponi, bist du mir schon wieder den ganzen Weg nachgelaufen? Oh, bist du etwa Shani? Wir haben mit deiner Mutter geredet.
Sie meinte, dass du das Trainingsgelände gar nicht benutzt. Also habe ich mir gedacht, ich könnte da ja mal eine Runde auf Aponi drehen. Komm nicht näher. Sie hat Angst. Wir leihen uns Aponi mal aus. Hey, dann wollen wir mal. Ich zuerst. Das wird mein großer Auftritt. Ich jetzt, Yuffie? Nee. Okay, ich muss hier was machen. Bei Hopp, der Chocobo setzt ein Flug-Chocobo seine Fertigkeit des Gradflugs ein, um möglichst viele Ringe auf der Rennstrecke zu passieren, bevor er am Ziel eingelangt. Nutze den Strömungsgenerator und steige blitzschnell auf und ab, sodass du auch die Ringe, die ja mehr Punkte bei den Ringen erreichen kannst. Hopp, der Chocobo, Moki-Medaille, heiliger Kernholz, heiliges Kernholz und Moonsichel für 3600. Für Yuffie eine Waffe. Die hätte ich gern. Ja, zwei. Ah, wir spielen noch Luffy. Ach du Heilige! Ich muss R2 gedrückt halten. Ich muss R2 gedrückt halten. Danke, dass mir das gesagt worden ist. Dann mal los! Oh meine Güte! Oh, heilige Scheiße. Ich kotze gleich. Sind das so Generatoren, die Dinger? Nicht da. Okay, hoch. Mach die Bewegungs... Kacke da aus. Ich komme schon wieder da hoch. Ach hier. Okay. Das sieht ja noch erstmal einfach aus. Da muss ich... Oh, das habe ich verkackt. Da muss ich... Ich habe einen verschissen und deswegen habe ich die 3600 nicht bekommen. Schwierigere Übungen gemeistert. Wenn du dich wirklich für so gut hältst, dann beweise das auf den anderen Strecken. Oh. Die Herausforderung nehme ich an. Aber ich spiele das nochmal. Ich gerne die Musik hätte. Ich muss nur die eine 300. Man muss das halt perfekt machen, ne? Das wird super. Weil... Oh Kacke, ich hab... Man muss das perfekt machen, ich hab's selbst verschissen. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Beziehungsweise, ich hab nach oben gedrückt, aber ich muss nach unten drücken. Also den Stick nach unten. Nee, nach oben. Ja, ich hab wieder falsch herumgemacht. Also nach oben. Nee. Warte. Ich drücke erstmal nichts und wir holen uns den ersten Ring. Der hat dich gezählt? Also nach oben, um nach oben zu. Ich dachte, ich hätte eben auch nach oben gedrückt, aber. Kann halt die Kamera auch nicht ändern, ne? Was ein bisschen kacke ist.
Wenn... Wenn du sehen willst, wo du hinfliegst. Das auch schneller machen, weil da es kein Zeitlimit gibt, ist das mir egal. Und ich mache das so langsam, wie ich das meine. Pack die Wand an. Und dann muss ich einfach loslassen. Da haben wir es. Immunsichel für Yuffie. Dann ändere ich mal die Waffen. Die Atterschwinge zur Immunsichel. Heilige. Der Schurigen saust durch die Gegend und mäht dabei jeden Gegner nieder, auf den er trifft, kann in der Luft eingesetzt werden, mindestens zwei Gegner treffen. Schwierigkeitsbums, Kaktus-Kapriole. Okay, dann nehmen wir das. Dann nehme ich hier physische Attacke. Physische Attacke. ATB. Boost bei Kampfbeginn und dann. Was sind nochmal Bewusstsein, Willenskraft, okay, Ausdauer. Ich könnte dir Kraft geben. Außer was hast du da schon alles? Okay. Da muss ich die noch schnell ins Team reinnehmen. Red 13 ist ja fertig. Wir machen aber trotzdem erst noch die Sache mit Catchy. Das dauert auch nicht mehr allzu lange. Noch zwei, dreimal die Sache da benutzen. Wo genau ist das? Wahrscheinlich da. Nee. Ich dachte genau bei dem Chocobo. Bei der Farm. Aber das ist ein bisschen weiter weg.